Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Innenminister Gerhard Kahner wird morgen in Athen sein. Dort wird es um Außengrenzschutz, Zäune und Co. gehen. Das war ja auch das dominierende Thema der letzten Monate. Und da haben sich einige die Frage gestellt, ob man damit oder ob die ÖVP damit nicht die FPÖ größer gemacht hatte, zum Beispiel im niederösterreichischen Landtagswahlkampf. Gleichzeitig gibt es natürlich auch weiter Wirbel um Klimakleber. Also lauter spannende Fragen für eben jenen Innenminister Kahner. Schönen guten Abend. Guten Abend, grüß Gott. Herr Kahner, was planen Sie denn da morgen bei dieser EU-Innenministerkonferenz in Athen? Geht es da wieder um Zäune? Na, was planen wir? Es geht darum, dass wir in diesem Kampf gegen den Asylmissbrauch, indem wir weiter auf die Asylbremse steigen, dass wir hier Allianzen suchen und Verbündete auch benötigen. Und das tun wir in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv, weil Österreich ganz besonders betroffen ist von illegaler Migration, von Asylmissbrauch. Und daher gibt es morgen und übermorgen eine Innenministerkonferenz auf Einladung des griechischen Kollegen. Österreich, Polen und Litauen sind hier Mitveranstalter, weil diese Länder auch besonders betroffen sind davon. Und daher wollen wir hier weitere Akzente setzen, nämlich das, was in den letzten Wochen schon auf den Weg gekommen ist, auch beim Treffen der Staats- und Regierungschefs, wo sich Bundeskanzler Karl Nehammer ja auch durchgesetzt hat, dass hier auch entsprechend finanzielle Unterstützung für den Außengrenzschutz in Zukunft geben wird, dass wir das vorantreiben, nämlich den Außengrenzschutz technisch, aber dass wir auch rechtlich Fortschritte machen müssen, damit das System nicht über Gebühr belastet wird, wie das im letzten Jahr ganz deutlich der Fall war. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dass sich der Bundeskanzler Karl Nehammer durchgesetzt hat. Er wollte eigentlich Zäune haben. Davon steht natürlich nichts in diesen Schlussfolgerungen seitens der EU-Regierungschefs. Also von welchem Außengrenzschutz reden wir da? Weil versprochen wird das ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Wir reden von einem robusten Außengrenzschutz. Ob das Zäune, auch Mauern sind, wie das in manchen Bereichen ja jetzt es schon gibt. Zäune, Mauern, das gibt es ja schon, sondern entscheidend ist, dass diese Grenzen robust sind, dass sie funktionieren. Und da sind technische Neuerungen notwendig, was die Überwachung betrifft, modernes Gerät zum Beispiel. Wir haben uns ja die Grenze an der bulgarisch-türkischen Grenze angesehen, wo es Zäune gibt, die nicht besonders hoch sind, die nicht weit ins Erdreich gehen. Also das sind viele technische Fragen, wo hier der Außengrenzschutz verbessert werden muss. Und da ist man sich eben einig geworden, dass man diese Länder dabei unterstützen muss. Länder, die an der Außengrenze sind, dabei finanziell unterstützen, damit jene Länder, die sogenannte Sekundärmigration, das heißt so technisch, das heißt Länder, die im Inneren der Europäischen Union sind, aber ganz besonders betroffen sind, auch davon profitieren, wenn die Außengrenzen entsprechend gesichert sind. Jetzt waren Sie ja auch vor kurzem wieder in Ungarn und da gibt es ja auch einen Zaun zur EU-Außengrenze. Österreich beteiligt sich ja da auch durchaus mit Millionenbeträgen. Gleichzeitig kommen ja die meisten über Ungarn nach Österreich. Zunächst, ich war in Warschau beim polnischen Innenministerkollegen, weil die auch entsprechende Außengrenzen haben. Und um auch Partner zu suchen, ich war auch entsprechend in Italien, beim Nachbarn im Süden, wenn Sie so wollen, wo wir auch die Partnerschaft brauchen, damit wir einerseits die technischen Möglichkeiten, aber vor allem die rechtlichen Möglichkeiten verbessern. Und natürlich haben wir auch intensiven Kontakt mit unseren Nachbarn im Osten, mit den ungarischen Behörden und wir haben ja mit den Polizeibehörden zum Beispiel eine sogenannte Operation Fox, wo wir auf ungarischem Staatsgebiet Schwerpunktaktionen im Kampf gegen die illegale Migration auch durchführen. Und wir haben an die 70 Polizistinnen und Polizisten an der ungarisch-serbischen Grenze auch im Einsatz, weil es darum geht, diesen Druck auch entgegenzuhalten. Und da gibt es viele Maßnahmen und natürlich reden wir mit den Ungarn auch entsprechend darüber, wie können wir diesen Druck, diesen Asylmissbrauchsdruck auch entsprechend verringern. Auch von dieser Seite. Im letzten Jahr scheint das nicht sehr erfolgreich gewesen zu sein, weil Ungarn scheint ja weiter zu winken. Also Faktum ist, wir sehen, dass wir mit diesen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, an unserer Grenze, Maßnahmen in Österreich, dass wir die Verfahren extrem beschleunigt haben. Der Großteil jener Verfahren, die keine Chance auf Asyl haben, diese Verfahren werden innerhalb von 72 Stunden negativ beschieden, also abgelehnt. Dass diese Maßnahmen gegriffen haben und dass seit wenigen Wochen die Zahlen deutlich zurückgehen.
vor allem bei jenen Ländern, wo die Visapolitik geändert wurde, das Beispiel Serbien, wo Inder und Tunesier über Serbien nach Ungarn und dann nach Österreich gekommen sind, wo wir dafür kritisiert wurden, dass wir mit dem serbischen Präsidenten auch reden. Aber das ist notwendig. Wenn man Maßnahmen setzen will, ja, Maßnahmen setzen muss, dann braucht es diese Partnerschaft. Wie gesagt, wir sehen, dass jetzt die Zahlen deutlich zurückgehen. Indische Staatsbürger, tunesische Staatsbürger in vielen Bereichen praktisch gegen null, zumindest einstellig bei den Anträgen. Aber, und das ist das Erfreuliche, wir hatten beispielsweise Anfang November pro Woche noch 4.000 Asylanträge. Jetzt hatten wir 700 bis 800. Das ist noch immer hoch. Das ist noch immer viel, da müssen wir weiter hinunter und daher brauchen wir weitere Maßnahmen, weitere Allianzen, technisch und wie gesagt auch rechtlich, damit wir den Missbrauch bekämpfen können. Was meinen Sie mit rechtlichen Maßnahmen? Weil zum Beispiel heißt es ja, dass Ungarn sehr wohl Pushbacks macht. Sie wissen, Pushbacks sind natürlich nach EU-Recht nicht in Ordnung. Pushbacks sind illegal, das haben Sie richtig angesprochen. Auch Ungarn sagt, sie machen keine Pushbacks. Ich verlasse mich hier auf die ungarischen Behörden. Wenn jemand anderes hat, dann möge das auch zur Anzeige bringen. Faktum ist, wir brauchen Möglichkeiten, damit wir rascher zurückweisen können. Es gelingt jetzt den österreichischen Behörden oder unseren Behörden schon sehr gut, dass wir diese Verfahren sehr rasch auch abwickeln. Mhm. Aus diesem Grund kommen weniger, beziehungsweise aus diesem Grund ziehen auch sehr viele weiter. Inder, Tunesier, auch andere, weil sie sehen, sie haben keine Chance auf Asyl. Aber trotzdem belasten sie das System. Wir hatten im letzten Jahr 75.000 Menschen, die erstmals in Österreich registriert wurden. Das hat das System ungemein belastet. Und da habe ich vorgeschlagen, eine Art Zurückweisungsrichtlinie, dass ich sage, ich erspare mir die Einzelfallprüfung, weil zum Beispiel jemand aus Indien kommt oder Tunesien und ich ohnehin weiß, der hat praktisch keine Chance auf Asyl. Und diese Debatte habe ich in Europa angestoßen. Darüber wird diskutiert. Mir ist bewusst, das ist kein einfaches Vorgehen, rechtlich extrem schwierig, das umzusetzen. Aber wir haben heute oder in diesen Tagen gelesen, dass etwa die USA auch ähnliche Pläne auch verfolgt mittlerweile, weil der Druck eben entsprechend hier steigt. Und da ist es notwendig, dass wir auf europäischer Ebene solche Dinge auch debattieren und uns beratschlagen. Und dazu gilt auch oder gibt es auch diese Konferenz eben in Athen. In Athen. Ein Thema, das Sie natürlich haben und das die ÖVP hat, ist natürlich, ob Sie mit diesem Thema, das Sie selber sehr groß gemacht haben, nämlich eben Zuwanderung und Asyl, und es bestreitet niemand, dass es nicht tatsächlich hohe Zahlen gegeben hat, aber die Art, wie Sie es gemacht haben, hätte die FPÖ eigentlich noch zusätzlich gestärkt, gerade im niederösterreichischen Wahlkampf. Es ist die alte Theorie, dass die FPÖ wird als Schmied angesehen bei dem Thema und alle anderen, egal ob es jetzt die ÖVP ist oder in der SPÖ vielleicht der Herr Hans-Peter Doskozil, die Schmiedel sein. Schauen wir uns einfach die Zahlen an oder die Fakten an im letzten Jahr. Wir haben über 108.000 Asylanträge in Österreich im letzten Jahr gehabt. Das sind so viele wie seit den 50er Jahren, nicht mehr in Wahrheit. Und ich habe als Innenminister die gesetzliche Verpflichtung, diese Asylantragszahlen monatlich zu veröffentlichen. Das ist da, diese Verantwortung habe ich oder diese Vorgabe habe ich. Und das hat das Innenministerium zu tun. Und da kann sich der Innenminister in seiner Heimatgemeinde oder wo auch immer verstecken irgendwo, wird es trotzdem diese Zahlen und diese Fakten geben. Nämlich über 100.000. Mhm. Sämtliche Medien haben zu Recht das auf ihre Titelseiten geschrieben, egal ob der Herr Karner das selber präsentiert hätte oder nicht. Das ist das Erste. Das sind einfach die Fakten, mit denen sich ein Innenminister, der für diesen Bereich auch verantwortlich ist, auseinanderzusetzen hat. Und das habe ich getan. Und das Zweite ist, was ich nicht bereit bin, auch wenn das vielleicht meinen, das wäre polittaktisch irgendwie klüger, es obliegt auch der politischen Vernunft, dass ich so ein sensibles Thema, so ein schwieriges Thema, nicht den Rechten oder gar den Rechtsradikalen überlasse. Da ist doch eine Mittepartei, wie es die ÖVP ist, geradezu aufgefordert, hier auch klar Stellung zu beziehen. Nämlich eine, die heißt, vernünftig mit diesem Thema umzugehen. Konsequent, klar, aber vernünftig. Aber der Vorwurf ist ja, dass die ÖVP nicht mittig damit umgeht, sondern dass die ÖVP versucht, da quasi
die FPÖ teilweise zu imitieren und dass man versucht hat, eben mit dem Thema eigentlich anderen zu schaden und dann eben also, der FPÖ geholfen hat. Ich glaube, da gehen Sie manche Erzählung, die versucht wird, irgendwo zu erzählen, ein bisschen auf den Leim, weil Faktum ist, dass wir hier Maßnahmen gesetzt haben und das mussten wir tun. Wir haben die Grenzkontrollen verschärft, weil wir gesagt haben, wir müssen wissen, wer sich in Österreich aufhält. Daher haben wir die Registrierungen an der Grenze gemacht. Wir haben die Maßnahmen dazu gesetzt. Dann hatten wir im letzten Jahr das System über der Grenze der Belastbarkeit erreicht. Sie haben darüber berichtet, als wir keine Unterkünfte mehr hatten, mussten wir verhindern, dass sich diese Menschen, die illegal nach Österreich kommen, auf unseren Dorfplätzen vor den Schulen herumtreiben sozusagen. Das sind alles Maßnahmen, die wir gesetzt haben, ja, nach einem Rechtsstaat auch würdig. Das ist das, was eine Partei, die Regierungsverantwortung trägt, die den Innenminister, und das bin ich in diesem Fall, hier stellt, auch klare Maßnahmen setzt und dagegen auch etwas tut. Und das tun wir sehr konsequent. Die anderen, die FPÖ, erzählt irgendwelche Geschichten, die sie dann selbst nicht in ihrer Verantwortung umgesetzt hat. Wenn Sie von Pushbacks gesprochen haben, hat man ja Plakate gesehen, im vorigen Wahlkämpfen, jetzt in Wahlkämpfen, wo darauf aufgefordert wird, solche Pushbacks zu machen. Und einer meiner Vorgänger, nämlich Innenminister Kickl damals, hat keinen einzigen, was mir bekannt ist, keinen einzigen Pushback angeordnet. Das heißt, dass man offensichtlich viel stärker im Reden als im Tun, und das sei auch an dieser Stelle hier klar gesagt, das ist meine Verantwortung, das ist unsere Verantwortung und zu der bekennen wir uns ganz klar. Aber trotzdem war es ja so, dass die FPÖ in Niederösterreich sehr stark dazugelegt hat. Sie sind ja selber Niederösterreicher, ja, waren auch schon für Wahlkämpfe dort verantwortlich. Sie wissen ja, die FPÖ hatte eigentlich in Niederösterreich nie die 20%-Marke knacken können, hat jetzt sogar 24% geschafft. Also ja, aber Sie wissen, und darüber wurde auch ja viel berichtet und in Analysen besprochen, dass es viele Themen gegeben hat, die natürlich auch diesen Wahlgang beeinflusst haben. Gegen was ich bin, dass es nur einen einzelnen Grund gäbe. Und das weiß jeder, dass das kein einzelner Grund ist. Wir haben viele Themen gehabt. Wir haben das Thema Teuerung, wir haben das Thema Inflation gehabt, wir haben das Thema Corona-Maßnahmen gehabt, Corona-Maßnahmen-Gegner. Ich kann das von meiner Heimatgemeinde sagen, wo wir von 74% auf 50%, also noch immer die absolute Mehrheit für die ÖVP, das darf man auch nicht vergessen, in meiner Gemeinde zurückgefallen sind, wo dieses Thema eine ganz wesentliche Rolle auch gespielt hat letztendlich. In Niederösterreich insgesamt liegt die ÖVP bei knapp 40%. Ja, das sind deutliche Verluste gewesen, aber es ist ein klarer Arbeitsauftrag und den wird sicherlich die ÖVP in Niederösterreich hier wahrnehmen mit entsprechenden Gesprächen mit allen Parteien. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, wo natürlich die FPÖ auch immer noch radikaler ist, das Thema Klimakleber. Das emotionalisiert viele Menschen. Also man braucht nur hier zu schauen, hier in unserer Umgebung gibt es regelmäßig Klimakleberaktionen. Natürlich freut das die Menschen, die mit dem Auto fahren und zur Arbeit müssen oder zur Schule oder wohin auch immer, wenig. Da hatte ja Ihre Partei sogar Haftstrafen angedacht für Klimakleber. Ja, also ich bin hier für die Polizei als Innenminister verantwortlich und die meisten Aktionen finden in den Landeshauptstädten statt, speziell natürlich hier in der Bundeshauptstadt in Wien. Und hier ist die klare Devise ausgegeben, die Bevölkerung möglichst störungsfrei ihrer Arbeit nachgehen zu lassen. Das heißt, dort, wo es notwendig ist, müssen die Klimakleber auch von der Straße entfernt werden. Aber es gibt auch die Devise kleben und kleben lassen, dort, wo es auch möglich ist. Und das wurde gestern bzw. vorgestern auch auf einer Überkopfbrücke auch durchgeführt. Dort haben die Klimakleber niemand gestört. Daher hat die Polizei gesagt, das ist nach dem gelinderen Mittel, soll man sie dort auch kleben lassen. Und letztendlich haben sich dann die Kleber auch selbst befreit. Und das halte ich für eine sinnvolle und sehr kluge Vorgangsweise durch die Polizei. Und das heißt, solche Maßnahmen reichen dann auch? Weil das war ja durchaus witzig das ist gelöst. Witzig. Also das ist die Verhältnismäßigkeit. Das ist eine klare, vernünftige Strategie der Polizei, wie man hier vorgeht. In anderen Fällen, wo eben Gefahr in Verzug ist, weil bestimmte Straßen gesperrt werden durch diese Aktionen, muss die Polizei auch einschreiten. Und es hat mittlerweile über 200 Verhaftungen gegeben, seit es diese Aktionen gibt. Über 600 Anzeigen. Also es gibt nicht nur die von Ihrer Sicht sogenannten witzigen Aktionen, die ich für strategisch
und polizeitaktisch für gut halte. Aber es gibt auch viele andere sehr konsequente Maßnahmen. Wie gesagt, 600 Anzeigen, 200 Festnahmen in diesem Zusammenhang, weil eben es Blockaden gibt und immer wieder gibt, wo auch beispielsweise Rettungseinsätze gefährdet sind. Da muss die Polizei einschreiten. Das ist völlig klar. Aber dort, wo es möglich ist, lässt man die Menschen eben kleben. Kleben und kleben lassen. Mhm. Gut, dann nehmen wir es nicht witzig, aber es ist ja natürlich eine originellere Art des Umgangs. Eine strategisch vernünftige Art, würde ich sagen. Von mir aus, was wird es denn zum Abschluss noch? Es gibt am Freitag wieder den sogenannten Akademikerball, der ja jedes Mal eigentlich für gewisse Aufregung gesorgt hat. Sie wissen, die schlagenden Burschenschaften, die aufmarschieren. Was erwarten Sie da? Sie wissen, und heuer kam dazu, wir hatten am 1. Jänner waren Aktionen angedeutet, im Vorfeld angekündigt durch Klimakleber oder ähnliche, die Gott sei Dank durch Vorfeldermittlungen, durch Einschreiten dann am Tag des Neujahrskonzertes auch verhindert werden konnte, sodass über 50 Millionen Zuseher weltweit dieses wunderbare Konzertereignis ungestört beobachten konnten. Das nächste war der Opernball. Wenn Sie sich an die Vergangenheit erinnern, hat es da sehr oft massive Auseinandersetzungen gegeben, auch zwischen der Polizei und zum Teil dem Schwarzen Block, wie der damals genannt wurde und aber genannt wird. Das ist Gott sei Dank lange her, aber es zeigt nur, dass die Polizei auf solche Dinge gut vorbereitet ist und dass da Vorfeldermittlungen dazugehören, dass entsprechende Kommandierungen dazugehören. Und das sind Dinge, die auch jetzt vor diesem sogenannten Akademikerball auch getan werden. Im Vorfeld natürlich auch in Absprache mit den Veranstaltern. Alle Kontakte sind hier notwendig. Und natürlich gibt es auch die entsprechenden Kommandierungen, die Polizeikräfte, die hier eingesetzt werden, damit es möglichst ruhig über die Bühne geht. Hoffen wir es. Dankeschön, Herr Innenminister. Vielen Dank. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.